heute möchte ich euch dieses Buch hier vorstellen, Die stillen Gefährten, eine viktorianische Geistergeschichte von Laura Purcell. Das Buch ist im Fester Verlag erschienen, kostet 22,99 Euro in dieser gebundenen Ausführung und hat in etwa 443 Seiten. Ich habe das Buch als Rezensionsexemplar vom Fester Verlag zugesendet bekommen und sage vielen lieben Dank dafür. Ich hatte es sofort ins Herz geschlossen, als ich es bei den Neuerscheinungen gesehen habe. Alleine diese Aufmachung hat mich sofort angesprochen, aber auch natürlich das Genre und der Klappentext. Als das Buch hier angekommen ist, war ich total verzaubert, denn es wurde sehr liebevoll verpackt. Ihr habt es ja jetzt ja schon im Intro gesehen, was alles eingepackt wurde, sehr, sehr liebevoll ausgesucht wurde, ob das nun Tee war, ob das Bonbons waren, Lesezeichen waren dabei, aber auch so kleine Beigaben, die passend zum Buch waren. Der Schlüssel und auch die Blumen, die Distel, die passten sehr, sehr gut zum Inhalt, was ich dann im Nachhinein festgestellt habe. Und ja, sowas lässt mir einfach das Herz aufgehen, wenn jemand sich so Mühe gibt beim Versenden von Rezensionsexemplaren, auch das ja, dieser goldene Stoff, also ich war wirklich verzaubert und natürlich das Schmuckstück selbst, das Buch. Fester Verlag hat ja diese Lederoptik immer auf seinen Büchern und ich finde besonders gerade hier passt es sehr, sehr gut. Es ist auch sehr, sehr schön mit diesem Kontrastartigen des Schwarzes und dann dieses Goldgelb, das der Aufdruck. Auch finde ich schön hier dieses Schlüsselloch, wo dann jemand durchschaut. Es ist wirklich ein sehr, sehr schön gestaltetes Buch. Wir haben ein Lesebändchen in Schwarz und das Schönste und das, was einen natürlich am meisten dazu anregt, das Buch irgendwie anzuhimmeln, ist dieser wunderschöne goldene Buchschnitt. Und deswegen ist es ein sehr, sehr stimmiges Gesamtkonzept. Ich finde auch die ersten Seiten und auch das Vorsatzpapier, also sehr, sehr schön gemacht. Dann ist es auch noch personalisiert für mich worden mit dem Stempel und meinem Kanalnamen. Und ich finde auch, wenn man hier so weiter blättert, hier auch nochmal die Verzierung. Ja, also wirklich optisch schon mal sehr, sehr schön. Ja, auch der Untertitel, eine viktorianische Geistergeschichte, spricht mich total an, weil ich einfach gerne in diesem historischen Setting lese und Geistergeschichten für mich immer eine besondere Atmosphäre haben. Ich brauche gar nicht so diesen Splatter, brutalen, sexistischen Horror, sondern für mich reicht es, wenn es eine sehr gruselige, spannende Atmosphäre hat, wir tolle Charaktere haben, denen wir folgen können und wo irgendwas Rätselhaftes entgangen ist. Und genau das haben wir hier auch. Wir treffen hier auf Elsie. Zunächst treffen wir sie im Hospital auf, denn es scheint irgendwas Schreckliches passiert zu sein und sie kann sich oder möchte sich einfach nicht mehr daran erinnern. Sie hat seit diesem Unfall nichts mehr gesagt und sie wird aber irgendwie verdächtigt, etwas getan zu haben, vielleicht sogar eine Mörderin zu sein, da sie sich aber nicht verteidigt und sich zwischenzeitlich sehr verrückt verhält, ist es sehr, sehr schwierig, da rauszukommen. Sie glaubt aber, dass man ihr eh nicht glauben wird, wenn sie das Ganze erzählt und sie möchte, wie gesagt, auch gar nicht darüber nachdenken. Dann kommt ein neuer, junger Arzt zu ihr und dieser scheint ihr wirklich helfen zu wollen und gibt ihr Stift und Papier, damit er mit ihr kommunizieren kann, aber er sagt ihr auch, sie soll doch bitte das aufschreiben, was passiert ist. Selbst wenn ihr das ziemlich verrückt vorkommt, damit, ja, wenn er ihr irgendwas liefert, dann kann er ihr vielleicht helfen, denn bei dem Prozess wird sie sonst, ja, verurteilt als Mörderin. Und ihr ist es eigentlich fast schon egal, aber sie hat solche Angst vor dem, was passiert ist oder dass sie auf freien Fuß gelassen wird, ist für sie fast genauso schlimm, denn in diesem Hospital fühlt sie sich immerhin sicher vor dem, was passiert ist. Ja, und so, während sie das aufschreibt, lernen wir halt auch ihre Geschichte kennen. Denn sie soll das so aufschreiben, als wäre es eine dritte Person. Sie schreibt es also nicht aus der Ich-Perspektive. Und so lernen wir sie kennen, einige, ich weiß nicht,
das ein Jahr vorher oder 2 Jahre vorher, wie sie umzieht. Denn sie ist frisch verheiratet und soll zum Anwesen ihres Mannes ziehen, das außerhalb sehr ländlich gelegen ist. Sonst war sie immer in der Stadt, in London hat sie dort gelebt und jetzt soll sie sehr, sehr ländlich leben, was sie schon sehr, sehr skeptisch stimmt, als sie dann mit der Kutsche da rausfährt. Ja, aber kurz bevor sie da hinzieht, ist sie schon verwitwet und auch schwanger. Das heißt, ihr Mann, der eigentlich alles vorbereiten und organisieren sollte auf den Anwesen, bevor sie dahin zieht, ist dort auf mysteriöse Art und Weise verstorben und deswegen zieht sie dort schon in Trauer ein und es liegt irgendwie ein Schatten auf dem Ganzen. Auch der Ort beäugt sie sehr, sehr skeptisch und auch nicht sehr, sehr herzlich. Es ist alles ja, sehr, sehr seltsam und sie möchte natürlich dieses Anwesen jetzt für ihr zukünftiges Kind irgendwie sicher und gemütlich machen, aber das scheint eine Mammutaufgabe zu sein, denn das Anwesen ist sehr heruntergekommen und scheint früher vielleicht mal sehr herrschaftlich gewesen zu sein, aber jetzt ist es sehr, sehr staubig, sehr dreckig, sehr schimmelig, sehr heruntergekommen und es gibt auch nur eine Handvoll Diener, die das Haus dort bewirten und diese Diener sind noch nicht mal richtig gut ausgebildet. Und Elsie ist damit nicht sehr begeistert, aber sie möchte sich dem Ganzen annehmen. Dazu kommt auch noch, dass sie nicht gut schlafen kann in diesem Anwesen, denn schon in der ersten Nacht stellt sie fest, dass seltsame Geräusche, knarzende, kratzende Geräusche sie wachhalten, die vom Dachboden zu kommen scheinen. Und sie möchte ja diesem Geräusch auf die Spur kommen. Und die Haushälterin erzählt ihr, dass es wahrscheinlich irgendwelche Ungeziefer auf dem Dach sein könnten, die ja dort ihr Nest haben oder ja vielleicht Eichhörnchen, Ratten, was auch immer. Und das möchte Elsie natürlich verhindern. Allerdings ist der Schlüssel zum Dachboden verloren gegangen und die Tür ist versperrt. Doch sie schafft es tatsächlich irgendwie in diesen Raum hineinzukommen. Die Tür scheint auf einmal offen zu sein und sie geht hinein und findet alte Tagebücher und ganz viele Möbel von der Familie ihres verstorbenen Mannes, die dort mal gelebt haben, aber auch seltsame Holzfiguren, Holzaufsteller, die menschengroß sind von ja, einem kleinen Mädchen, aber es tauchen nach und nach immer mehr von diesen Holzfiguren auf und die sind, ja, wenn man sie so anschaut, gespenstisch realistisch und ja, scheinen irgendwie den Schalk im Nacken zu haben. Einerseits ist sie von diesen Aufstellern extrem fasziniert und sie hält sie für große Kunst und andererseits ist sie sehr, sehr verängstigt und ein bisschen skeptisch, denn diese Figuren scheinen ihr irgendwie ähnlich zu sehen, was irgendwie gar nicht sein kann. Sie hat ein bisschen Gesellschaft, sonst ist sie ja sehr einsam, aber eine Cousine von ihrem verstorbenen Mann zieht mit ihr dorthin, weil sie die einzige Familie ist, die sie noch hat. Und zunächst denkt sie, ja, ist ein bisschen einfältig, das Mädchen, aber sie wird halt zur einzigen Gefährtin und diese Cousine fängt an, die Tagebücher zu lesen. Und das ist der dritte Strang, der hier aufgemacht wird, den wir mitlesen. Vor 200 Jahren, also wir befinden uns mit Elsie so um 1800 und dann in den Tagebüchern finden wir uns dann 200 Jahre nochmal früher, also irgendwas mit 1600 und dort begegnen wir, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, ich glaube Anna, die mit ihrem Mann, mit ihrer Familie dort als erstes hingezogen ist und auch ja, das Haus erweitern möchte und sehr, sehr herrichten möchte, denn sie bekommen wahrscheinlich hohen Besuch von dem König, war das so, von dem König und von der Königin und sie wollen natürlich einen sehr guten Eindruck machen, sie wollen, ja, sie sind sehr engagiert und wollen in der Gesellschaft aufsteigen. Aber dafür müssen sie ihre Tochter verstecken, denn ihre Tochter Hetta scheint ein bisschen seltsam zu sein. Sie hat keine Zunge und kann somit nicht richtig sprechen und auch die Mutter
wird so ein bisschen als Hexe dargestellt, weil sie verschiedene Kräuter immer zusammenmixt. Und ja, da ist auch einiges im Argen. Ja, und so wechseln wir zwischen diesen verschiedenen Sichtweisen immer hin und her. Wir befinden uns immer mal wieder im Hospital, wo das alles schon passiert ist. Dann lesen wir von Elsie und dann immer wieder von Anna aus den Tagebüchern. Ja, das Ganze ist total mein Beuteschema gewesen und es hat mir auch wirklich Spaß gemacht, das Buch zu lesen, denn es ist wirklich klassische Schauerliteratur und das kann ich nur jedem ans Herz legen, der sowas einfach gerne liest. Also wir haben hier diese typischen Geräusche in der Nacht, Türen, die aufgehen, dann mal wieder geschlossen sind. Wir haben schwarze Katzen, aber diese Aufsteller, das war tatsächlich, ich meine, Puppen sind eh immer schon in Horror- oder in Schauerliteratur etwas sehr, sehr Gruseliges, finde ich. Aber diese Aufsteller waren noch mal etwas Neues und Holz wird hier zum, ja, zum Antagonisten gemacht und da sind schon manche eklige und erschreckende Szenen auch dabei. Die, die das gelesen haben, die werden es vielleicht wissen, besonders das mit der Geburt. Boah, das fand ich schon echt unheimlich. Also es waren wirklich Gänsehautmomente dabei. Was mich so ein bisschen gestört hat, war, dass wir manchmal sehr, sehr schnell hin und her wechseln zwischen den Sichtweisen. Also die Kapitel sind teils sehr, sehr kurz. Ich mag kurze Kapitel, aber nach den kurzen Kapiteln wurde dann immer schon wieder gewechselt. Manchmal hat es Sinn gemacht, weil es dann sich inhaltlich auch darauf bezogen hat und wir dann aus der Vergangenheit mehr Informationen bekommen haben und dann wieder uns bei Ashley befunden haben. Aber manchmal wurde es da gerade richtig spannend, du hast dich gegruselt und dann wurde wieder gewechselt. Es kann vielleicht ein Stilmittel sein, um die Spannung noch hochzuhalten. Bei mir hat es nicht so ganz funktioniert, weil ich dann immer so rausgerissen wurde. Das fand ich sehr schade. Ja, ich glaube, mein größter Kritikpunkt ist aber die Hintergrundstory. Ich mag es immer sehr gerne, wenn so ein bisschen erklärt wird, woher der Grusel kommt und dass es irgendwie eine Geschichte hat. Also, und es waren ja alle Ansätze da. Es gab diese Holzaufsteller, die von einem Antiquariat gekauft worden sind, die irgendwie ja aus Amsterdam, irgendwie aus den Niederlanden kamen. Und es gibt ja auch diese, ja, diese zwei Hauptstränge, sag ich mal, wo wir dann auch ja, von Anna erfahren und ihrer seltsamen Tochter und dass sie ja so als Hexe verschrien ist. Aber diese Ansätze wurden für mich meines Erachtens nicht richtig ausgeführt und zu Ende erzählt. Und das fand ich sehr, sehr schade. Was genau hat es jetzt nun mit diesen Holzfiguren auf sich und warum, wo, ja, sind die so geworden, wie sie geworden sind? Woher kommt dieser Spuk? Ich möchte es jetzt nicht wissenschaftlich erklärt bekommen, also versteht mich nicht falsch, dann verliert ja der Grusel seinen Schrecken. Aber ich finde es immer doof, wenn es einfach, es ist einfach böse und es ist einfach da. Das finde ich schade. Hier wurden ja kleine Ansätze von Erklärungen angegeben, aber das hat mir nicht gereicht und deswegen hat es mich ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen, weil ich hier nicht diese Hintergrundstories bekommen habe, auf die ich mich so gefreut habe. Auch das Ende, dieses typische Horror-Schauerliteratur-Ende, was es auch hier gab, was ich sonst immer sehr feiere, wenn das Böse nochmal zurückkommt, obwohl man denkt, alles ist gut. Das mag ich immer sehr, aber das konnte ich nicht so richtig genießen, weil auf den letzten Seiten, da habe ich halt schon gemerkt, oh Gott, es ist wirklich nicht mehr lang und in diesen kurzen Seiten kann nicht mehr das alles vorkommen und aufgelöst werden, was ich gerne noch erfahren würde. Und ja, es wurden so viele Stränge aufgemacht, so viel angedeutet und dann wurde das gar nicht mehr erwähnt. Und vieles ja, ist für mich einfach offen geblieben und das finde ich immer sehr, sehr schade. Und somit kann ich dem Buch auch keine vollen 5 Sterne geben. Ich würde dem Buch dennoch 4 Sterne geben, weil es mich einfach sehr gut unterhalten hat. Man liest es wirklich sehr locker und leicht. Es hat diese altertümliche Sprache,
Es hat wunderbare Atmosphäre, es hatte schauerliche Momente gehabt, auch wenn ich, wie gesagt, manchmal ein bisschen rausgerissen wurde durch diesen Wechsel. Und ja, einige Figuren haben immer ihre Geheimnisse gehabt, menschliche Abgründe und Geheimnisse, was mich auch sehr, sehr fasziniert hat und bei der Stange gehalten hat. Also es war wirklich sehr, sehr spannend. Finde ja auch immer diese ganzen verschiedenen Räume in so einem großen Herrenhaus einfach ein ganz, ganz tolles Setting. Und diese Nebel, die dort beschrieben worden sind, dieses alte Dorf, wir haben uns auf dem Friedhof befunden, haben eine Beerdigung miterlebt. Also das alles hatte das, was ein Schauerroman haben muss, finde ich. Also die Elemente waren alle da. Und es hat mir auf jeden Fall Freude gemacht zu lesen. Ja, das Buch wird ja relativ viel gezeigt und das freut mich sehr. Ich denke mal, viele sind von dem Optischen angetan gewesen. Ich habe noch nicht so viel Rezensionen geschaut, weil ich das nie mache, bevor ich es gelesen habe und selbst rezensiert habe. Das warte ich immer erstmal ab. Und dann schaue ich mir die Rezensionen an. Ich bin aber auf eure Meinung gespannt. Wenn ihr es schon gelesen habt, dann schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Buch gehalten habt. Und wenn ihr es noch nicht gelesen habt, dann würde ich natürlich gerne wissen, ob ihr jetzt neugierig seid, was hinter diesen Holzgestellen steckt und in diesem Haus alles zu finden ist. Das war's von mir und von meiner Rezension. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.